Wieso startest du denn einfach? Jan, moderier schnell. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Gartic Phone. Wir malen uns jetzt selber in einer Zeit, in der wir dachten damals, Mensch, das sah ja richtig nice aus. Und heute würden wir so niemals mehr rumlaufen. Mit dabei natürlich die Sözen mit Gnu, die jetzt einfach das Spiel gestartet hat zum Beispiel. Einmal mit Henno, Profis, der ist ne? Auch der Babo, Sterzig, ne? Hallo. Ja, ihr wisst es. Ihr wisst es, ihr wisst es einfach. Scheiße, das ist komplett dumm. Ich mach alles nochmal. Ich sag's nochmal in Ruhe. Na, beispielsweise so vor 15 Jahren hat man irgendwas getragen, irgendeine Frisur gehabt, die man richtig gefeiert hat und dachte so, damit kriege ich sie alle. Und heute würde man so denken, puh. Deswegen hast du sie nicht bekommen, ne? Genau. So ein Ding ist das nämlich. So. Bruder. So. So, fängt schon sehr gut an, finde ich, bei mir. Übrigens spielen wir natürlich auch hier die Imitationsrunde. Das bedeutet, wir haben jetzt übelst viel Zeit, ein Bild zu malen. Und Scheiße, Bruder. Dann wird es halt immer weniger, je nachdem, wer dann dran ist, in welcher Runde wir sind. Und jetzt müssen wir natürlich immer ein bisschen aufpassen. Nee, eigentlich geht es auch so noch ganz gut. Ja, das muss ein bisschen klarer werden, was ich hier demonstrieren möchte. Ja, ich bin schon mal ganz zufrieden. Oh ja, weißt ich sehe schon vor mir. Ich lasse jetzt mal schwarz-weiß, weißt du, dann ist nicht so schwer für euch. Never mind, doch nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Ja, vergesst es einfach. Forget it. Ich muss es mit Farben malen, damit es Sinn macht. Na klar. So, ich denke mal, es ist jetzt schon relativ klar, worum es bei mir geht. Bei mir auch, denke ich. Also, das ist natürlich normal nice. Wie nice, auch von einer Skala bis unnormal nice. Ja, das passt auch sehr gut zu der Story, die ich letztens erzählt habe mit der Diskothek, wo ich da die mit drei der Kotze Mädels, vorhin? Nee, mit den drei Mädels von letztens. Der Super Casanova, ne? Als ich so aussah, ist das nämlich passiert. Mit den drei Mädels letztens? Witzigerweise hat mir ein Mädchen aus Bremen geschrieben und schreibt einfach nur so mega random, ich hoffe, ich war keines dieser drei Mädels. Oh. Und was hast du und gesagt? Und du so, doch warst ich du. Ich so, doch warst du, Bro. Doch, du dumme Sau. Alter, mein okay. Bild, Digga. Also, okay. Es geht ja okay. Hauptsächlich um das hier. Na? Und das ist ja wohl jetzt klar. Ich bin das eh noch ein bisschen erweitern. Ein bisschen so. Dass man einfach ein bisschen mehr davon hat. Ich weiß nicht, warum ich diesen Drip getragen habe. Ich bin ehrlich. Ich schon. Diesen Trip, oder? Nee, vor allem, Drip. Es war auch ein komischer Mix bei mir. Es war, also, wenn du meins siehst, dann denkst du ja auch so, was ist los mit dem Jungen? Sollen wir ihn zum Arzt schicken? Und dann hatte ich aber auch immer so ein Ding hier, ne? Warte mal, ich muss mal hier erstmal ein bisschen Grundlage schaffen, damit man hier das abgeben kann zur Not. So. Und ja, das ist gut. Ich hab das halt ernsthaft getragen. Es ist halt so witzig. Oh Mann. Okay, und dann müssen wir eigentlich noch. Eigentlich fehlt da noch ein Detail, aber. Das Ding ist, ich habe jetzt echt ein bisschen zu viel Zeit. Was mache ich jetzt? Ja, ich bin auch schon. Weil ich habe echt nur das Gesicht und den Kopf gemalt. Ja, ich schmück's noch aus. Okay. Ja, ich auch. Also, ich denke mal, das reicht. Man erkennt es auf jeden Fall. Mir fallen noch voll viele Sachen ein, die ich immer gemacht habe. Aber die kann ich dann ja einfach wörtlich nochmal erklären. Ja. Ich erinnere mich halt noch zu 100% an dieses Outfit. Das ist geil. Ja, Mann, das ist richtig geil. Ja, ich auch. Sieht halt wirklich genauso aus. Mann, ja, und ich dachte wirklich, ich bin heiß. Ich wusste, dass ich heiß bin. Das hat man in der Cafeteria schon gesehen. Wobei, ich will nicht, dass das ablenkt. Ich glaube, das ist das Wichtige. So muss es sein. Also Kalle ist ja tatsächlich jemand, der auch in seinem Instagram-Mix immer mal wieder was von früher zeigt. Alte Banger. Ja. Alte Banger-Pictures. Ja. Mir ist auch nichts peinlich. Nice. Also einfach. Das gefällt mir auch. Ja, man muss auch dazu stehen. Verstehst du, wie ich meine? Wie man ja, halt. Muss man nicht. Doch, finde ich schon. Finde ich schon.
Also ich finde, man kann auch hinterfragen. Was war jetzt auch ein indirekter Ausruf vom Henno, mal auf dem Instagram vorbeizuschauen? Knall die einfach von jedem Mal hier rein. Geil. So. Oh, Alter, oh mein warte, Gott. Wer war das? What? Okay. Max, das bist du das? Okay, das muss Papo gewesen sein. Aber es sieht nice shit aus, Alter. Schön. Hä, was ist das denn? Ich bin komplett verwirrt. Ich weiß auch nicht, wer das hier ist. Das kann nicht Max sein. Aber das kann auch nicht Gnu sein. Wer ist das? Das waren, Alter, das Gnu, das sind Banger-Schuhe. Max, wann hast du das getragen? Ja, es war ein kurzer Moment. Wirklich? Aber er war da kannten wir uns noch nicht, oder? Ey, da kannten wir uns noch nicht, was? Ja, wir kennen uns doch erst seit 10 Jahren. Hä, seid ihr schon so lange Freunde? Versuche ich mir hier gerade wirklich Mühe zu geben. Man merkt, wieso habt ihr das Sterzig nicht erzählt, hä? Scheiße, keine Zeit, keine Zeit. Okay, das ist fürchterlich, Jasmin. Wir machen es so. Ich krieg's nicht so hin. So. Dein Outfit so. Auch. Ja, so war das ungefähr. Ich glaube, Zöpfchen waren das, ne? So. So, dann hier so. Ja. Jetzt sieht's aus, als hätte so einen Haufen Scheiße auf dem Kopf. Nein. Doch, leider. Ich versuche, mir einen zu bauen, aber... Aber, Max, ich weiß nicht, wie ich die jetzt da rausnehmen soll. Probier's. Digga, was ist das wieder für eine Grütze, die ich hier mache? Es hört halt irgendwann immer auf, auch Sinn zu ergeben bei mir. Gott. Okay. Scheiße, Leute. Aber ich meine, gut. Scheiße. Alter. Oh, nice. Alter, Sterzig-Banger. Alter, wenn Max mal so aussah, das machst du auf jeden Fall nochmal. Ja, das ist ja mega die nice Friese. Okay. Das ist ja mega die nice Friese. Ja. Sieht aus wie irgend so ein Wurm. Feier ich. Ach so, irgendwo so ein Wurm. So, ich mach's ein bisschen. Ist halt wirklich ein Wurmkopf. Mach's ein bisschen lässigerer Natur, ne? Ich glaube, das war rot, ne? Man weiß ich halt überhaupt nicht, wen es darstellen soll. Oh Gott, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Nein, falsche Farbe, falsche Farbe, falsche Farbe! So. Okay, das ist okay. Okay, wer ist das denn? Okay. Geil. Jo, wer hat denn hier Steve gemalt von Minecraft, Digga? Ja, falsch. Hast du mal bei Tommy Hilfiger gearbeitet? Jetzt ich? Ja. Hä? Okay. Eine Zeit, ne? Dann müssen wir hier oben wieder im Punkt. Scheiße! Ja, ich glaube, das Wichtige habe ich gezeigt. Oh mein Gott, Nucky sein? Da wirst du da nackt! Sind das lässige Klamotten, Digga? So. Nicht oversize, geil. So. Aber das war fast schon. Oh mein Gott. Oh. Leute, ich bin viel jünger als ihr. Ruined. Ruined. I ruined it. War das hier. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe das war. War das schwarz? Ja, keine Ahnung. Was. Ja, gut. Ja. Kein Plan. Okay. Also, dann müsst ihr jetzt auch nicht so hart zu mir sein. Alter, okay. Ich bin immer schlabbriger geworden in meinen Zeichnungen. Okay, also, da wir jetzt aber einfach nicht so viel Zeit hatten, wir sollten jetzt etwas malen, wie wir früher ausgesehen haben, an einem gewissen Punkt, wo wir damals dachten, übelst nice, ist der Drip, aber heute würden wir denken, vielleicht nicht mehr unbedingt. Shit. Lernt aus unseren Fehlern, Kinder. Genau. Okay, Papo fängt an. Na, probiert euch aus, doch. Ja, also, ich hatte so eine Phase, wo ich dachte so, Karo ist echt ganz cool und ich hatte Karo-Hemden, ich hatte eine Karo-Cap, ich hatte Karo-Schuhe und Karo-Hose hatte ich auch, so eine Shorts. Und ich fand die echt cool. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ich kombiniere die jetzt alle miteinander. Und dann bin ich aber als Karo gelaufen. Das war krass. Vor allem, als ich meine erste Freundin das erste Mal so kennengelernt habe, habe ich das getragen am Heidberg. In dem Alter immer noch? Ja. Da war ich, da 17. Ich war da 17. Du drück mal drauf da auf den Zünder. Krass. Ja. Damit wir das mal sehen. Einfach. Alter, die Beine waren. So, also wirklich, krass. Die Schuhe sind 1:1 genauso. Bei mir kam einfach nur ein gassiges. Nein, das war. Ach, das war. Einfach bei mir kam so ein Doppelzylinder. Ja, ihr wisst ja, wenn ich dran bin. Jetzt kommt keine Abfahrt, genug. Oh mein Gott. Geil, das erkennt man. So, was ist das auf dem Kopf, Alter? Der Hut. Ich so zurückhalten. Ich dachte, das ist irgendwie. Jo, die Schlümpfe greifen an, Digga. Junge, das ist einfach Papa Schlumpf mit seiner Mütze, ey. Was ist das für ein Haufen Scheiße? Sterzig versimpelt ist noch mit Knetwachsmalern. Alter, ich will nicht mehr. So, das kam bei mir an und ich dachte, das ist so Oversize. Ich dachte, das soll so Oversize sein. Ich dachte auch so Hip-Hop-Style. Ja.
Junge, Alter. Wir haben Sterzigs Zeichnung wieder langsam aufgebaut, Alter. Kennt ihr Worms? Kennt ihr Worms? Bei mir kommt einfach so ein Worms-Würmchen aus dem. Was ich interessant finde, bei Gnu, war, also zwischen, nach meinem Bild, hat Gnu die Farbe komplett eliminiert und aber ich Max hat dann blau wieder richtig geraten. Das Blau ist erhalten geblieben und die Kappe. Heftig, heftig. Diese Fetzen, Alter. Bei Gnu, wie das T-Shirt runterschlabbert, Alter. Einfach Oversize. Aber er fühlt sich wohl. Okay, ja. Bei mir war es so, ich hatte generell einen beschissenen Style, aber ich hatte einmal rote Lelly Kellys, das waren Buffalos, getragen und ich dachte, das wäre geil. Mhm. Aber ist ja heute wieder nice. Oh, okay, das kam aber anders an. Ja. Ach, krass, generell, die gepunkteten Sachen, die habe ich eher irgendwie auf der Hose in Erinnerung gehabt. Ja. Generell ist das schon dein Swag, oder? Ja, und ich dachte dann, sie hatte oben nichts an und unten so eine Zaubererhose. Und die Schminke. Yeah. Mit Sternen. Ja, genau, das war mein Style früher. Oben und ich Ich habe nur geschafft, die Hose zu malen und die Schuhe. Das kam auch bei mir nur an. Aber Alter, du brauchst gar nicht reden, Henno. Du hast da irgendwie einen Joker. Alter, wenigstens habe ich eine Person gemalt. Du brauchst gar nicht reden. Ich habe eine Hose und ein paar Schuhe gemalt. Ja, ich dachte, darauf kommt es an, wenn ich da nur so einen Oberkörper mit nix sehe. Hör mal. Alter, hör mal. Hör mal. Gut. Alzheimer gerade. Bei mir ist relativ simpel. Wie gesagt, auf meinem Instagram habe ich das eh auch schon mal gezeigt. Ich habe immer von allen hier Sülze-Mitgliedern Instagram in der Verlinkung verlinkt, Digga. Weißt du, ich meine? Geil, Alter. Ich mal rein swappen. Alter, wirklich? Fokuhila. Fokuhila Du warst das. War eine ganze Zeit lang mein das Jam. Das ist halt heftig. Ja. Das ist so heftig. Aber das war auch in unserem Freundeskreis. Wann war das? 2000. Okay, ich hatte mich halt. Aber dieser Angriffsblick, ne? Ja. Aber den Club. Ja. Also, es war damals halt einfach so. Das war so in. Ohr da oben. Und es gab früher. Ich muss sagen. Da habe ich mich ein bisschen vertan, wo das Ohr hingehört. Naja, aber wenn du den Kopf so neigst und so. Ne, ja. So kritischer Blick nach vorne. Also, mir war halt ultra wichtig, dass ihr checkt, dass ich einen Fokuhila hatte. Das Ohr wächst einfach an die Schläfe. Es gab früher, das will ich noch kurz dazu sagen, es gab früher so ein Friseur. So eine Friseur. Kann ich das jetzt mal erzählen? So ein Schlangenohr. Aber nur so ein Schlitz. Ja. Schlitz. Erzähl, Kalle. Es gab früher. Okay, zeig Scherzigs Bild. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Nee, das Ding ist jetzt durch. Aber ich hab nichts gemacht, ich möchte es wissen. Also, es gab früher so eine Friseurkette, die hieß Unisex, und da sind immer alle hingerannt, die so richtig Styler-Meiler-mäßig aussehen wollten. Und dann kamen die ersten Mädels mit bunten Strähnchen und so damals und diesen geraden Pony knapp über den Augenbrauen und so und hast du nicht gesehen. Und bei den Jungs war es halt dann der Fokuhila. Ne? Seiten krass. Kurz und schön hinten. Ich habe auch immer mit einem Glätteisen wirklich mir hinten die Haare glatt gemacht. Ja. Du bist ja übel der Styler. Ja, ja. Alter, ich hatte mal so ein. Immer bitte Alter dazu. Ich hätte früher einfach gehasst. Ich hatte früher auch so ein Handtäschchen, was ich mir so umgelegt habe. Und Nein. Das hatte ich dann doch. Hatte ich dann an der Seite. Ja, komm. Aber wie alt warst du? Da war ich so 15 bis 18, so die Phase war. Alter. Jasmin, wie alt warst du da eben? 12. Okay. Ja. Oh, Donald Trump, nice. Aber Fokuhila ist da. Ja. Ich hab so dich gerafft, was Jo, das kam bei mir an. Dachte ich einfach nur, ein garstiges Heinzelmännchen. Abfahrt. Alter, auf einmal sind die Haare aus Schwarz. Da war ich dann so, wer soll das sein? Ich dachte halt, es kommt Papo da oben. Nee. Oh, süß. Scheiße. Wie nett. Alter, die Wandlung. Aber da merkt man, wie viel einfach Farbe ausmacht. Ja. Weil dann interpretieren halt die Nachfolgenden wieder da andere Sachen rein. Absolut. Ja, ich hab's verstanden. Hanno. Schön. Also, ich hab tatsächlich... okay, gut. Ich hab das Teil... So. Also, Papo und Gnu waren ja eher so auf Outfit bezogen. Während Kalle das ja jetzt sehr auf seine Frisur so, ne, gemünzt hat. Ja, genau. Und so habe ich das auch eher gedacht, weil tatsächlich war es bei mir ganz lange, bis ich halt 16, 17 war, Klamotten, scheißegal, meine Mutter musste mich immer mitschleifen zu C&A und hat irgendwas gekauft und ich immer nur, ja, Amen, weil ich fand das mega nervig, ich wollte zocken, Magic-Karten spielen. So. Und deswegen war bei mir eher so der Fokus auf Haare, weil
ich hatte dann so diese ersten Kinderfriseurbesuche, wo dann die Friseur-Omis oder ne, die Carmen oder so, dann sagt, willst du vorne mal hochgegelt haben und willst du blau? Und dann macht die das rein, weil die denkt, oh, ist der süß. So, und so fing es dann bei mir an. Und irgendwann hatte ich diese Phase, ich glaube, da war ich so 13, 14, mit dem gleichen Kumpel übrigens, Lukas, mit dem ich auch da kacken war im Freibad. Dieser Lukas. Alter, Lukas? Unser Lukas? Ja, ja. Mit dem habe ich übel viel gemacht. Übel viel. Und Best Buddies. Und er fing dann irgendwann, er kam eines Tages nach den Sommerferien auf den Platz. So richtig so, weißt du, er steigt aus dem Auto aus. Und marschiert los. Und der war vorher immer richtig schlicht. So ein bisschen graues Mäuschen, könnte man sagen. Hat einfach einen Irokesenschnitt. Richtig krass. Aber nicht gut frisiert, sondern er hat einfach eine Tonne Haarspray genommen und sich die Hände so zusammengeklatscht und das einfach wie so ein Malermeister oben hochgekleistert. Einfach zusammengeschoben. Mit richtig viel Kleister. Nein. Richtig, das hat richtig, ja, ja. Das hat richtig geglänzt, das war richtig matschig, ja. Aber es stand irgendwie. Geil. Und meine Augen haben gestrahlt. Ich fand das so selbstbewusst, ich fand das so nice. Und was habe ich gemacht am nächsten Tag? Ich kam auch. Mit einem Irokesenschnitt richtig hochgemanscht. Und das wollte ich hier, Gnu, bitte ein bisschen auch zum Ausdruck bringen. Ah, okay. Das war. Es entsteht gleich irgendwas, was dir auch, glaube ich, stehen würde. Das würde ich halt auch voll sehen. Und zwar das. Und da muss ich sagen. Ja, aber ist doch. Ja, ja, aber da sieht es halt eher aus wie diese 90er Jahre. Das sieht sauberer aus. Ja, ja. Diese Vierecks-Katzen. Ja, ja, diese Kanten. Ja, dieser Kasten, dieser langhaarige Kastenschnitt, ja, können wir. So, da kam ja mein Kalle, sehe ich nicht. Kalle, sehe ich nicht bei dir. Doch, doch, also, klar. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist das ein Ofen? Doch, auf jeden Fall. Alter, was ist mit dir denn los? Du enttäuscht am laufenden Bande. Am laufenden Bande. Hier, sogar nur der Matthäus findet das nicht gut. Brackets. Hast du, ja genau, Brackets einfach. Brackets, Alter, Digga. Gut. Bei Brackets darf ich ganz kurz eine ganz, ganz kurze Anekdote erzählen. Bei Brackets kommt mir immer die eine Szene in den Sinn, Max, wo wir in der Bahn stehen und dieser eine Junge mich fragt, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Weißt du das noch? Oder wo ich das gefragt wurde, als ich die Zahnspange hatte. Ja, aber wieso kommt man da wegen den Brackets drauf? Weil wir da über Brackets geredet haben. Ist auch egal. Weiter geht's. Ich bin dann weg. So. Wie Max das eben schon erwähnt hatte, ich war auch mal so ein Typ, ich war irgendwie nie shoppen und meine Mom hat immer alles mitgebracht. Dann plötzlich hatte sie so 10 T-Shirts. Ja, ich hab dir was mitgebracht von der Beate. So, dann hatte ich ganz viele Kleidungssachen immer. Ja, ja, dann hatte ich immer richtig zusammengewürfelten Style. Und dann habe ich irgendwann mal so eine Kette bekommen und dann halt so mehr oder weniger so Jacken und sowas und das habe ich dann immer so zusammengewürfelt. Kombiniert. Und dann irgendwann habe ich dann so irgendwie, war dann so die Zeit, ich meine, ich bin ja noch ein bisschen jünger als ihr und da war in der Schulzeit bei mir war es dann so, dann wurden plötzlich so die Hosen so richtig weit unten getragen. Gut, das kann ich aber auch. Das war übel cool damals und ich war halt noch richtig jung, fand das übel nice. Und deshalb habe ich das dann auch angefangen zu machen. Und da hat man immer so richtig meine, also das Ding ist, ich habe mir ja nie Unterhosen gekauft, sondern meine Mom auch immer. Hatte ich so eine grüne, karierte Unterhose, die dann oben so rausgeguckt hat. Immer die gleiche auch. Aber auch genau. So eine glänzende, so aus Seidenstoff? Ja, ich glaube. Also, die hatte ich auch mit Donald Duck und Mickey Maus. Meine war einfach nur aus Stoff. Das war so heftig bei mir, so amerikanisch. Satin. Satin. Satin Boxer, Digga. Und dann irgendwann gleichzeitig habe ich so Interesse geweckt an so richtigen oversized long Shirts. Diese langen T-Shirts, wo rechts unten an der Seite so ein kleiner Reißverschluss dran ist. Ich habe das gesehen, Sterzig. Also bei mir kamst du ohne. Bei mir kam Follower. So, und ich fand das, ich fand mich, habe ich halt okay, das kam doch nicht bei mir. Die Hose so voll weit Alter, wie die, ach, das weiße T-Shirt und aber die Cap hast du damals auch schon so getragen, oder? Jetzt verstehe ich das. Die habe ich jetzt nur als Indikator für mich. Ich sag's nochmal, ich hätte dich gehasst als Schüler. Ja, ich war so ein richtiger Arsch, wirklich. So ein richtig hässlicher. Du musst echt mal ein paar Bilder posten. Okay, ja, das kam, glaube ich, bei mir, genau. Und die da dachte Unterhose ich, ist da, ich dachte, er hat einen Munitionsgürtel oder so, zwei Gürtel übereinander. Ich die Unterhose halt da. Ja. No, so, ich habe das nochmal ein bisschen zum Ausdruck bringen wollen, dieses Lockere. So. Das Grinsen. Oh, Hammer. Oh, Kalle. Nein. Mein Gesicht ist nicht mehr drauf. Ja, das hat nicht mehr gepasst.
Der ist einfach weggeplatzt. Okay. Ja, einfach gone. Arme verloren. Eine Maschine in der Hose, ne? Also, ja, also bei Babu hast du auf einmal richtig was in der Hose, Digga. So. Bei mir so einen kleinen Schnippi. Und bei dir, selber pisst du dich einfach ein, wie das aussieht. Ja, ist so ein Reißverschluss. Ach so. Ist der offen oder was? Ja, ich hatte immer so. Du warst so ein Pimp oder was? Nein, nicht wirklich. Ich hatte minderjähriger halt, ich versucht, Pimp. Immer so richtig coolen Style Assi-Kind, zu haben. So ja, ich glaube, du warst so ein richtiges. Du hast Sonnenbrille getragen? Gut, Leute. Ja. Das war schön. Das war mal wieder eine Woche Sülze mit Gartic Phone. Nächste Woche geht's wieder beim Henno weiter. Je nachdem, was da kommt, guckt da vorbei. Abonniert auch unsere Instagram-Kanäle. Wirklich. So. Wirklich. Wirklich. So. Adios, Mama Mia. So. Kannst du noch mal ein Konzert geben mit Mama Mia? Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia!